Wunderschönen guten Tag zu einem neuen YouTube-Video. Da wir das letzte Mal bei dem G80, bei dem... das war auch ein G81, ne? Der mit der Acra dran, wo das dann so schnell ging. Ja, das war ein G81. Ja. Sorry. Genau, da wir keine richtige Klangaufnahme während der Fahrt machen konnten, haben wir uns gedacht, wir holen das nach, um euch diesen Eindruck nochmal geben zu können. Jetzt muss ich auch sagen, leider hat er nicht unsere Anlage drauf, sondern der heute bekommt auch das Setup, Downpipes von uns mit Acra und eine Eintragung. Leider nicht unsere Anlage, aber das ist nicht so schlimm. Die Acra hört sich auch gut an, nur eben anders. Und welches Auto es ist, würde ich sagen, da geht jetzt schon mal einfach in ein ganz kleines Pörnchen, weil dieses Farbkonzept von dem Auto, das tönt mich schon ein bisschen an, muss ich sagen. Ja, da kommen noch gleich E36 M3 GT-Vibes auf, oder? Ein G81 in British Racing mit, ja, jetzt hat er schon WF-Wheels bekommen. Dann so einem leichten Gold-Bronze-Kupferton, matt. Sieht ganz geil aus. Das einzige Problem ist nur, neben dem nicht vorhandenen Klang, dass die Teile als X-Drive werkseitig in einer Art Rally-Dakar-Höhe ausgeliefert werden, was absolut nicht schön ist. Und wir den Guten jetzt ein Stück dem Boden näher bringen werden und gleichzeitig auch, es werden wieder alle diese legale Hater sagen, alles illegal und so. Aber guckt euch das an, da muss ich sagen, und das unterstützt auch der Kunde, das ist mir dann fast egal, wie legal das ist, aber Johnny, sei ehrlich, was ist das? Was ist das? Also, nee, jetzt musst du überlegen, das ist ja ein dunkelgrünes Auto, da hast du den Kontrast nicht so, aber jetzt überleg mal, das Ding ist weiß, so wie unserer, der da hinten steht. Das fliegt auf jeden Fall weg, da brauche ich euch keine Gedanken machen. Wir bauen ein 3-Wege-Fahrwerk, das liegt da drüben, das packen wir noch zusammen aus und dann würde ich sagen, starte ich eigentlich direkt mit dem Einbau. So, jetzt gucken wir uns noch das Fahrwerk an und dann geht's weiter. So, mein aktueller Favorit, und da muss ich sagen, da wird es auch noch viel, viel mehr dazu geben, denn wir sind gerade mit H&R dabei. Soll man es eigentlich schon verraten? Ich verrate mal eins. Also, wir sind gerade mit H&R dabei, ein eigenes Fahrwerk nach unseren Wünschen zu kreieren. So, das aber schon länger. Und alles für die G-Baureihe. Jetzt müsste ich noch weiter ausholen, aber das machen wir nicht, denn da werdet ihr... Wann kommt denn dieses Video? Ach so, ihr wisst ja schon, was wir jetzt haben. Das ist ja quasi Future-Vergangenheit. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So weit um die Ecke denken kannst. Ja, also ihr wisst ja, dass wir einen G87 haben. Und da dieser G87 auch erst nicht vorgestern bestellt wurde, habe ich mir da schon vor einem Jahr Gedanken drüber gemacht. Und da werden wir auf jeden Fall ein eigenes Fahrwerk bauen. Das bekommt ihr aber Step by Step mit. Johnny und ich werden mal den guten Zählen besuchen bei H&R direkt und uns mal das angucken, wie das überhaupt entsteht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ein 3-Wege-Fahrwerk, einen 2-Wege-Dämpfer. Das hier ist übrigens ein, hätte ich eigentlich ganz am Anfang sagen müssen, ein H&R DCS. Im Grunde das Pendant zum KW V3 oder V3 Plus. Nur das H&R hier eben nochmal ein bisschen andere Federraten verbaut hat, was ich wirklich richtig, richtig geil finde und die Dinger sich so brutal gut fahren. Also Johnny, du wirst es dann am eigenen Leib erleben. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass die G-Modelle fahren sich wirklich werkseitig schon so gut. Das ist schon echt wild. Vor allen Dingen halt auch die breite Spur. Und der jetzige Achsstand tragen einfach extrem dazu bei, dass diese Autos so eine brutal stabile Vorderachse haben, dass ich es gar nicht erwarten kann, das erste Mal mit unserem M2 auf die Rennstrecke zu gehen. So, guck dir das an, das ist doch nicht immer was Schönes. Wunderschöne neue Dämpfer. Also Zug- und Druckstufenverstellung. Auch hier ist es wie bei KW auch. Die Plus-Variante. Plus heißt, ihr könnt Zug- und Druckstufe im eingebauten Zustand
einstellen, ohne Kofferraum zerlegen zu müssen, Radkästen rausbauen zu müssen, sonstiges. Ganz einfach mit einem Klick hier oben und mit dem Klick hier unten. Ja, das ist Unterseite im Querlenker und Oberseite dann am Domlager. Und genauso an der Vorderachse. Aber ich sag dir, vor allen Dingen mit den Rädern, der wird, vor allen Dingen wenn du ihn dann fahren siehst, er fährt vor dir oder er kommt dir entgegen. Das ist immer echt eine andere Nummer, wie wenn du ihn einfach nur irgendwo stehen siehst. Wobei das schon geil ist, aber diese M3 Touring, also. Ja. So. Ich packe jetzt nur einmal noch die Hinterachse aus, dass ihr euch das mal vorstellen könnt, wie das aussieht. Einen Dämpfer vorne. Für alle, die noch nicht so drin sind, der G81 kommt werkseitig immer mit X-Drive. Nicht, dass jetzt Leute sagen, warum bestelle ich mir einen M mit X-Drive? Also der Touring hat immer X-Drive. Was aber nicht so schlimm ist, denn BMW weiß ja auch, was der ein oder andere eingefleischte M-Fahrer will. Der will Heckantrieb. Und das kannst du bei dem Auto ganz einfach mit Knopfdruck umstellen. So. Und somit hat auch derjenige, der ein X-Drive-Modell fährt, mit dem passenden Fahrwerk und der passenden Höhe, ja, dieses Hecktriebler-Gen in dem Auto. So, den Rest packe ich nicht aus, denn das ist für euch gerade ein bisschen uninteressant. Jetzt haben wir hier eine sogenannte Passhülse, die kommt in den vorderen Achsschenkel rein und dient dazu, dass der Dämpfer da sauber drin sitzt. Die Führung dazu, die Befestigung unseres Dämpfersatelliten. Dann haben wir hier die Aufnahme für unsere Pendelstütze, den Gewindefederteller und oben einmal und unten einmal Zug- und Druckstufenverstellung für wie schnell federt er aus und wie schnell federt er ein. Ihr könnt quasi dieses Fahrwerk perfekt oder die Werkstatt, wie wir, perfekt nach Kundenwunsch einstellen, wenn jemand sagt, er verliert zum Beispiel Bodenkontakt bei 130 km/h an der Hinterachse. Wenn du merkst, du fährst über so einen Brückenversatz drüber, na, kann man hier mit Zug- und Druckstufeneinstellungen etwas nachjustieren. Das ist schon sehr, sehr geil, gerade auch was Komfort angeht. Also ein Fahrwerk, was ich wirklich, wirklich sehr, sehr gut finde. Hier sehen wir dann, also Vorderachsfeder ist einteilig mit einer Art Schutz. Da müsst ihr sehen, der ist dann dafür da, wenn diese Feder auf Block geht, ne, das heißt dann, die Windungen aneinander kommen, haben wir hier einen Schutz, so dass ihr den Lack hier nicht oder die Feder nicht den Lack abgerieben bekommt und irgendwann anfängt zu rosten. Dann haben wir hinten einmal unsere Helperfeder, das Zwischenstück, die dient nur dazu, eine gewisse Vorspannung zu generieren und ein gewisses Blockmaß einzuhalten. Das heißt, im eingebauten Zustand ist diese Feder immer, ich kann es jetzt leider nicht machen, bin ich leider zu schwach dafür, also komplett zusammen. Und dann haben wir hier auch diese Kennung 80, 60, 20. 20 ist unser Blockmaß, das heißt, diese Feder ist genau 20 mm im gepressten Zustand hoch, ne, was man dann ja, bei der Einstellung unserer Gewindehöhe ein bisschen berücksichtigen müssen. So, das ist die Hauptfeder an der Hinterachse und ich würde sagen, genug geredet. Ich hoffe, jeder hat das Prinzip dieses Fahrwerks verstanden. Johnny, du hast es sowieso schon verstanden, weil du bist Profi. Ich habe nicht zugehört. Einbau. So, Abgasanlage und Downpipes sind demontiert. Damit habe ich jetzt mal angefangen, weil ich jetzt ja gerade Bock zu hatte. Ich würde dieses ganze Thema nicht mehr durchkauen, denn alle, die dieses G80-Video geguckt haben, da habe ich schon im Detail erklärt, wie, wo, was genau. Für alle, die dieses G80-Video nicht geguckt haben und jetzt trotzdem interessiert sind, was wir hier einbauen, Akrapovic Slip Online in Verbindung mit neuen Trapez Carbon Endrohren. Das wird gecuttet direkt hinter unserem serienmäßigen OPF. Der Mittelschalldämpfer entfällt. Die Original Downpipes mit diesem miserablen Keramik Cut entfallen auch. Dafür unsere Downpipes mit einem 200-Zeller Cut. Das Ganze inklusive Hitzeintegralummantelung, was weder bei diesen so ist, noch bei einem anderen großen Downpipe ECE Downpipe Hersteller, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Genau, ich würde das Ganze wieder einbauen. Das Ganze, wie ich auch im G80-Video gesagt habe, ist in Verbindung oder in Kombination erstmal illegal. Illegal warum? Anlage hat ECE, Downpipes haben ECE. Beide ECE gelten nur in Verbindung mit Abgasanlage Original Downpipes, Downpipes Original Abgasanlage. Baue ich beides ein,
heben sich beide ECE auf und ich muss einen Paragraph 21 Abnahme machen mit Geräuschmessung, was wir in diesem Fall machen und was wir die letzten 8 Wochen gefühlt jeden Tag gemacht haben. Das kostet leider richtig Geld, aber anders ist es in diesem Land legal nicht möglich. So, das dazu. Ich baue jetzt die Downpipes ein. Ja, und dann sehen wir uns, glaube ich, wieder, wenn ich erstmal Fahrwerk vor der Achse mache. Ja, das Ding wird brutal. Das sage ich euch jetzt schon. Alleine mit diesen Rädern. Und wenn der dann schön tief ist, ja, könnte man sich dran gewöhnen, so langsam an diesen M3 Touring. Ja, so, Downpipes rein. Vorsicht! Oha! Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Das ist ja immer relativ schwierig, wenn eine neue Baureihe rauskommt. Der Gute hat ja schon 9000 Kilometer auf der Uhr. Was für uns heißt, Einfahrservice, check. Gas geben, check. Ich sag dir, Tony, ich bin ja gestern Abend. Ja, normalerweise lasse ich den M2 immer in der Firma stehen, weil ich nicht so weit nach Hause habe. Dann will ich nicht immer nur so für kurze Strecken. Der Zug kommt. Deutsche Bahn. Das. Alter, ist das echt normal? Sie hören eine nasse Keramikanlage. Ja. Man muss auch echt aufpassen bei den Keramikanlagen, wenn man gerade waschen war und die Räder natürlich und die Felgen nass hatte, dass du wirklich erstmal irgendwo fährst und bremst, wo niemand ist, weil gefühlt die ersten ein, zwei Male reintreten, kommt das Auto nicht zum Stehen, das ist echt übel. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, hier drin ist es zu warm. Das ist das Erste. Bin ich gestern mit dem M2 mal heimgefahren. Wir haben bis um 2 Uhr, 1.45 Uhr haben wir gescannt, das ganze Auto gescannt und Stoßstangen abgebaut und hast nicht gesehen. Und ja, auf jeden Fall habe ich da wieder gemerkt, wie geisteskrank geil diese G-Baureihe ist. Also gerade der M2, natürlich der Rest auch, Spurweite und so weiter ist ja bei den allen gleich. Dieses Auto fährt, das ist, Johnny sagt ja, das Ding, wenn wir mal ein bisschen, wenn wir ein paar Schräubchen gedreht haben, an den richtigen Ecken, oh, das wird ganz schwierig. So, M3 Touring, den müssen wir jetzt mal ein bisschen warm fahren. Vorher gebe ich natürlich auch kein Gas. Und dann würde ich sagen, wenn der Temperatur hat, dann melden wir uns wieder zurück. Hä? Okay. Hast du schon mal eigentlich, nee, bist du schon mal in einem neuen M3, M4 G-Modell mitgefahren? Ja. Noch nie? Ja? Ja? Welchen denn? Keine Ahnung. Hä, wir haben doch nur einmal einen M2 gemacht, oder? Der Handschalter. Du weißt das jetzt auch nicht mal, wir sind doch schon mal gefahren. Hä, welchen denn? Johnny auf dem Beifahrersitz. es ist Saturday. Saturday is not my Arbeitsday. Egal. Was willst du mir denn sagen? Dass die Dinger einfach scheppern, das will ich dir sagen. Ja, das glaube ich dir. Auch ohne Leistungssteigerung. Okay, also komm, warm fahren und dann gucken wir mal, was hier los ist. Also Active Sound ist jetzt aus. Das hören wir nur echt pur den Auspuff. Das war ja am Anfang bei unserer M2-Abholung ein bisschen lustig, ne? Innen drin, dass bam, 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 bam. Und dann unter der Brücke. Jetzt hör mal. Das merkst du sogar richtig schon am Kreuz, ne? Alter, das ist richtig krass, wie der ballert. Vor Dingen hört sich echt geil an. Jetzt wenden wir mal. Denn Öl hat nämlich 100 Grad. Und dann zeigen wir dem Johnny mal,
wie gut so ein Allrad-Touring funktionieren kann. Und dann, Johnny, denke ich mal, müssen die Leute auf der Kamera. Was ist denn das für ein Kombi? Was denn mit dem Kombi los? Ey, ohne Scheiß, das ist scheiße. Johnny hat gerade schon gesagt, man fühlt den Touring gar nicht. Ne? Du fühlst das Gewicht nicht, du fühlst nichts. Das ist einfach diese Vorderachse. Ne? Guck mal das an, wie der lenkt. Alter. Johnny hält die Kamera und guckt nur noch geradeaus. Alter, das ist so gut. Jetzt muss man überlegen, Johnny. Wir bieten ja auch bis zu Stage 3 Umbauten für das Auto an. Wobei ich sagen muss, dass allein eine Stage 1 oder Stage 1 Plus mit den Downpipes schon massivst geht. Also die haben ja dann immer schon irgendwas um die 700. Jetzt überleg dir das mal. Du hast ein Kombi, machst nur ein bisschen Downpipe, Auspuffanlage, 700 PS. Alter, das ist geisteskrank. Das ist geil, ne? Alter, Touring, brutal. Ich glaube, du musst mal raus. Ja. Denn ja, ne, auch, ich muss hier raus. Ja, du musst definitiv raus. Denn wir gucken mal, dass wir ein bisschen heute geilen Klang auf die Kamera bekommen, beziehungsweise das Mikro. Und dazu nimmst du mal mein Mikro mit. Von außen. Ja, schon geil. Hört sich gut an? Ja. Ah. Ja. Was auf jeden Fall richtig krass ist, das Delta zwischen laut und leise, was unsere Anlage ja auch echt brutal kann. Deswegen mache ich jetzt nochmal, das werdet ihr natürlich gleich hören, Effizienzmode, Klappe geschlossen, kein Sport Plus, kein Ballern, kein gar nichts, ganz normal. Und dann nochmal Sport Plus. Man hört es jetzt richtig knacken, die Anlage wird es erstmal richtig heiß. Johnny, du bleibst nochmal hinterm Auto. Ich schalte nochmal die Modis durch und dann könnt ihr das echt mal sehen, wie von, ja, diese Range zwischen gar nichts, wirklich Staubsauger, bis echt geil krank geil. Ich mache ihn. Okay. Mach mal. Ich mache ihn. Also die Kombi ist auch der Kombi und die Kombi brutalst, oder? Hör mal die Vögel vögeln. Ah, richtig gutes Auto. Brutal. Also ich sag dir, der M3 Touring lebt genau von der Perspektive. Hinten links oder hinten rechts. Hier stehen und einfach nur bam, voll geil. Downpipes und Abgasanlage mit einem Paragraph 21 und 29 in Kombination eingetragen. Also für alle, die sich jetzt fragen, ob es legal ist oder nicht. Ja, jetzt ist es legal. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.